Augen auf, Ohren gespitzt, meine Rätselfreunde. Hier kommt Fritzi Fragezeichen. Ich habe einen neuen Auftrag bekommen. Friebe möchte wissen, was das Wort Demokratie heißt. Wollt ihr das auch wissen? Ja? Dann lege ich jetzt sofort los. Dieser Fall ist in 0, nichts gelöst. Von meiner Oma weiß ich, dass man schwierige Wörter in einem Lexikon nachschlagen kann und dann alles versteht. Das machen wir jetzt. Ich suche jetzt mal das Wort Demokratie. Da steht, das Wort Demokratie kommt aus dem Griechischen und heißt Volksherrschaft. Das verstehe ich nicht. Was mache ich jetzt? Das Wort kommt aus dem Griechischen. Griechisch spricht man in Griechenland. Ich hab's. Dann muss ich jetzt nach Griechenland fahren. Dort kann mir bestimmt jemand erklären, was das bedeutet. Ich mache mich jetzt auf den Weg nach Griechenland. Genauer gesagt nach Athen. Athen ist die Hauptstadt von Griechenland. In einer großen Stadt muss es einfach jemanden geben, der mir das erklären kann. Jetzt bin ich in Athen. Ich habe einen Geheimtipp bekommen. Hier lebt Dimitri. Er ist schon alt, aber spürnasig schlau. Den besuche ich jetzt. Und jetzt muss ich Dimitri finden. Ich sehe ihn. Hallöchen, Dimitri. Ich bin Fritzi Fragezeichen und komme aus Deutschland. Ich habe einen Auftrag bekommen. Ich soll herausfinden, was das Wort Demokratie bedeutet. Kannst du mir weiterhelfen? Yassou, Fritzi Fragezeichen. Yassou heißt Hallo auf Griechisch. Ich habe schon von dir gehört und weiß auch, dass du Fälle in 0, nichts löst. Und wenn ich dir beim Lösen eines Falls helfen kann, mache ich das natürlich sehr gerne. Also Demokratie heißt Volksherrschaft. Diese Idee ist schon ziemlich alt. Kluge Menschen haben sich diese Staatsordnung im 6. Jahrhundert vor Christus überlegt. Das ist schon richtig lange her. Diese klugen Menschen fanden es sehr ungerecht, dass immer nur einer, wie zum Beispiel ein König oder ein Kaiser, die Macht in einem Land hatte. Ihre Idee war, dass jeder Bürger in einem Land das Recht haben muss, mitzubestimmen, was in seinem Land passiert. Jeder Bürger soll also ein Stück Macht bekommen. Es gibt also keinen König und keinen Diktator, der allein über alles bestimmt. Und die Bürger, das sind alle Menschen, die in einem Land leben. In einer Demokratie haben alle Bürger die gleichen Rechte. Egal, ob sie Mann oder Frau, arm oder reich, krank oder gesund sind, helle oder dunkle Haut haben. Und jeder darf an die Religion glauben, an die er glauben möchte. Ganz wichtig in einer Demokratie sind freie und geheime Wahlen. Frei heißt, dass jeder den Politiker wählen darf, den er am besten findet. Niemand darf gezwungen werden, einen bestimmten Politiker zu wählen. Und geheim heißt, niemand muss verraten, wen er gewählt hat, sondern darf das ganz allein für sich behalten. Die gewählten Politiker regieren ein paar Jahre, entscheiden viele Dinge, aber sie dürfen nicht machen, was sie wollen. Auch für sie gibt es Gesetze, die sie beachten müssen. Wenn die Bürger nicht damit einverstanden sind, was die Politiker tun, können sie bei der nächsten Wahl andere Politiker wählen. In einer Demokratie haben die Menschen ein Recht darauf, sich zu informieren. Radio, Zeitung, Fernsehen und Internet berichten auch über Dinge, die im Land nicht gut laufen. Und außerdem hat jeder das Recht, seine Meinung frei zu sagen. Niemand muss Angst haben, dafür bestraft zu werden. Jetzt habe ich es verstanden. Demokratie heißt also, dass jeder mitbestimmen darf. Dimitrios, du bist spürnasig genial. Macht's gut. Und denkt dran, immer die Augen auf und die Ohren gespitzt. Eure Fritzi Fragezeichen. Tschüssi!